Hallo. So, heute das erste Mal mit dem neuen Fahrgestell unterwegs. Das Wetter ist ja nicht so prickelnd. Falls es doch irgendwann anfängt zu regnen oder zu schütten, dann stelle ich mich irgendwo hin und dann kann ich gleichzeitig den Wassertest machen. Ob der dicht ist, das werde ich Ihnen auch zeigen. Hallo, so heute das erste Mal mit dem neuen Fahrgestell unterwegs. Ich hatte ja 16 Zöller dran und einen ganz einfachen Fahrradwagen. Und nun habe ich mir hier einen Rahmen aus Aluprofil gebaut. Und bei eBay Kleinanzeigen habe ich mir zwei 20 Zöller Mountainbike Felgen bestellt. Habe gleich neue Reifen drauf gemacht. Das ist ein ganz anderes Fahren. Also ich fahre jetzt praktisch noch mal die gleiche Strecke, wie ich sie mir den 16er gefahren habe, wo es mir die Achse verbogen hat. Und jetzt ist das überhaupt kein Problem. Er wippt auch gar nicht mehr so schlimm nach, weil ich habe keinen so hohen Luftdruck in den Reifen. Ich habe ja keine Federung. Und der geht da wirklich überall durch. Ja klar wird er dreckig hier auf den Feldwegen. Das ist schon klar, aber ist einfach super. Ja, meine Solaranlage, die habe ich auch fertig und damit kann ich dann meine große Powerbank laden mit 400 Watt und wenn ich dann mal eine größere Tour fahre, könnte ich theoretisch den Akku von dem Mountainbike nachladen. Das wäre möglich. Ja, auch heute nicht mit dem Liegerad, sondern ich habe die lange Deichsel dran gemacht. Und bin mit dem E-Bike unterwegs. Auch wiederum ein ganz, ganz anderes Fahren, weil somit kann man die ganze Kraft mit dem gesamten Körper einsetzen. Und beim Liegerad ist halt das Problem, dass ich nur mit den Oberschenkeln und Unterschenkeln arbeite. Dementsprechend geht das ganz schön in die Beine. Falls es doch irgendwann anfängt zu regnen oder zu schütten, dann stelle ich mich irgendwo hin. Und dann kann ich gleichzeitig den Wassertest machen. Ob der dicht ist, das werde ich Ihnen auch zeigen. Ja, dann will ich erstmal ein Stück weiterfahren. Mal gucken, was das noch so bringt. Ja, wie ich schon gerade erwähnte, es kann sein, dass es anfängt zu regnen und so ist das auch.
glaube, jetzt wird es bald Zeit, dass ich mir einen Platz suche. Ich habe auch heute nicht mein DJI Mic dabei, deswegen kann es sein, dass der Ton ein bisschen schlechter ist. Ich hoffe, man versteht mich. Wenn nicht, werde ich es nochmal nachvertonen. Ja, es nieselt halt und wenn es nicht stärker wird, so 5-6 Kilometer fahren und dann suchen wir einfach Platz. Ja, dieser Nieselregen. Ich glaube, ich werde jetzt bald die Kamera wieder ausmachen. Ich denke, das hat keinen Zweck. Die wird wahrscheinlich auch nass werden. Und dann sieht man nichts mehr. Also, bis später dann. So. Es hat ja nur nicht aufgehört zu regnen, also habe ich mir jetzt ein Plätzchen gesucht hier, ein bisschen abseits. Jetzt will ich noch mal checken, ob hier alles in Ordnung ist. Den Anhänger habe ich abgehangen. Nicht, wenn irgendwie Wind kommt und da kippt man das Bike um, das wäre auch blöd. Das werde ich jetzt noch abschließen. Soweit ist alles sicher, die Stützen habe ich rausgefahren. Und die kann ich ja variabel, egal wie schräg der steht, kann ich den eben schön der Landschaft anpassen. Ja, dann werde ich mich jetzt mal ins Innere verkriechen. Hab noch die Jacke an, ich werde es auch gleich ausziehen. Obwohl das hier ja nur 60, 55, 60 breit ist, ist das aber für mich völlig okay. Ich habe hier auch noch eine Kleinigkeit gemacht, weil ich habe ja auch Equipment dabei. Das will ich euch mal zeigen. So, und zwar ist das da oben. Die habe ich von Ikea und da habe ich mir ein Brettchen noch reingemacht. Das sind so Filzschubladen. Da habe ich noch so Krimskrams drin, wie Kocher, eine kleine Heizung. Heute werde ich mal einfach noch irgendetwas kochen. Ja, hier drin. Ich kann ja hier das Teil aufmachen, mein Oberlicht. Oder ich kann die Bullaugen, die kann ich aufmachen. Und da ist das auch völlig in Ordnung. Ja, was soll ich sagen? Das ist ein relativ ruhiges Plätzchen hier. Und ich glaube noch nicht mal, dass ich heute Nacht eine Heizung brauche. Nee, die brauche ich nicht. Hier ist es so warm drin, die brauche ich nicht. Ich will mal gucken, ich habe hier auch mein Superlicht. Das ist das hier. Ja. Da habe ich so eine App drauf und damit kann ich dann meine LED-Lampen, die kann ich hier dimmen, kann ich jede Farbe einstellen, die ich haben will. Meist habe ich so ein bisschen gelb oder rötlich oder wie auch immer. Ja, das funktioniert ganz gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn das heute Nacht regnet, ob das hier drin trocken bleibt. Aber dafür bin ich ja hier rausgefahren, um es zu testen, ob hier irgendwas durchkommt. Da muss ich halt eben nachbessern. Von der Höhe her reicht das auch. Kann ich mit meiner Kappe sogar noch hier sitzen. Das passt. Ja, was soll ich noch sagen? Ich habe meine Powerbank dabei. Und dann habe ich meine große Powerbank. Das ist die All Powers mit 400 Watt. Und wenn ich habe hier eine kleine Heizdecke drin, die zieht 45 Watt. Also sollte es wirklich mal kalt werden, könnte ich die Heizdecke anmachen. Oder ich habe so einen kleinen Heizblock. Den schließe ich an 220 Volt rum. Die All Powers hat auch einen Wandler drin. Und damit könnte ich die betreiben.
Die zieht allerdings 85 Watt. Aber wie gesagt, es wird nicht so kalt. Deswegen reicht mir so. Ich habe hier noch meinen Daunenschlafsack dabei. Und da geht es, da funktioniert es. Hier habe ich noch Kleinkram drin. Bevor ich mir jetzt was koche, ich denke, es wird ein paar Nudeln geben mit Thunfisch. Und eine Soße werde ich da machen. Ja, das werde ich mir noch machen. Aber bevor ich das mache, ich habe immer hier so diese kleinen Hörnchen dabei. Ist halt ein bisschen Verpackungsmüll, aber den nimmt man einfach mit nach Hause. Und den werde ich erstmal snacken. Ich habe dabei eine Zwiebel, ein bisschen Speck, das ist hier drin, eine Dose Thunfisch, dann habe ich hier so eine Kochsahne und die nehme ich immer auch sehr gern, das ist Tomatenmark. Auch ein bisschen Öl zum Anbraten und jetzt werde ich erstmal die Sachen klein schneiden und dann geht's weiter. So, das Ganze schneide ich einfach ein bisschen grob. Da muss nichts fein oder schön sein. Hauptsache ist, dass es in den Topf kommt, ein bisschen brutzelt, ein bisschen Speckgeschmack. Das. Kleines kleines Töpfchen. Ich sage gerade, Raum ist in der kleinsten Hütte. Und wenn man sie ein bisschen einschränken kann, dann ist das überhaupt kein Problem. Rein damit. Jetzt kommt die Zwiebel. Ja, ich habe ein bisschen mal die Location gewechselt. Das war mir dann doch zu. Ja, ich habe auch noch ein bisschen mal die Location gewechselt. Das war mir dann doch zu nah irgendwie an dem Weg gewesen. Deswegen bin ich hier so ein, ja nicht Feldweg, so einen kleinen Waldweg. Und hier habe ich meine absolute Ruhe, hier kann ich in Ruhe kochen. Da kommt keiner mit dem Hund irgendwie vorbei oder sonst was. So, das war das. Gut, jetzt werde ich mal den Topf vorbereiten. So, das ist mein kleiner China-Kocher hier. Der hat sich schon überall bewährt gemacht. Zack, anstecken. Es wird auch gleich ein bisschen warm hier drin. Dann mache ich mein Töpfchen drauf. Hier habe ich ein bisschen Öl. Das sind so Pettlinge, die sind sehr praktisch. Da kann man verschiedene Sachen irgendwie reinmachen. Ein bisschen Öl rein. Und weggestellt. Was macht das? Das wird sofort heiß hier drin. Dann werde ich mir hier so einen Klapplöffel nehmen. Die sind auch relativ praktisch. Da kann ich ein bisschen umrühren. Nun kommt erstmal die Zwiebel rein. Und es brutzelt schon. Das ist doch, ist das nicht Wahnsinn? So. Schön. Es brutzelt schön. Ach, da kann ich jetzt auch gleich. Es geht sehr schnell. Da haue ich mir gleich den Speck rein. Zack. Speck. Genau. Das ist immer fein, wenn draußen irgendwie sowas brutzelt. Das ist herrlich. Da summt's hier drin. Jo. Und das duftet schon. Herrlich. Es gibt nichts Besseres, als draußen in der freien Natur zu essen. Was ich natürlich auch liebe, das ist so Tomatenmark. Das gibt noch so einen ganz besonderen Geschmack. Da haue ich mal so ein, zwei Löffel haue ich da rein. So. Zack. Das reicht. Ja, das sieht schon ganz gut aus.
Dann werde ich mir hier meinen Thunfisch aufmachen. Das ist so eine ganz billige Büchse Thunfisch. Eine Dose Thunfisch. Kommt auch komplett rein. Die kommt hier komplett rein. So, jawohl. Ach, das sieht ja jetzt schon herrlich aus. Das sieht schon herrlich aus. Jetzt habe ich hier so ein bisschen Kochsahne. Das kommt auch immer gut. Kochsahne rein. Das brodelt schon richtig schön. Das ist doch herrlich. Hört ihr, wie das blubbert? Fantastisch. Jetzt mache ich auch eins. Ich hatte noch ein paar vorgekochte Nudeln. Da werde ich jetzt auch noch ein paar reinhauen. Nudeln sind immer gut. So, rein damit. Und es gibt einen wunderbaren Nudeltopf. Zack, verstaut. Dann werden wir das Ganze noch ein bisschen würzen. Salz. Das Umrühren nicht vergessen. Das Umrühren nicht vergessen. Immer ein bisschen Paprika. Und noch ein bisschen Pfeffer rein. Ja. Und dann dürfte das gleich fertig sein hier. Ich glaube, ich kann jetzt den Gasherd langsam zudrehen. Und dann werde ich es mir jetzt schmecken lassen. Meine schönen Nudeln mit Thunfisch, mit Speck, Zwiebeln und Tomatenmark. Also, in diesem Sinne, guten Appetit. Oh ja, das schmeckt sehr, sehr lecker. Ich glaube, draußen in der freien Natur schmeckt es sowieso immer besser, als wenn man zu Hause auf dem Herd kocht. Das Schöne ist, man weiß ja nie so recht, was rauskommt. Aber das hier ist so eine schnelle Mahlzeit für zwischendurch und schmeckt echt lecker. Da sind sie. Ja. Das Schöne ist, wie gesagt, ich konnte den Fahrradwohnwagen auflassen und da zog der Kochdunst so ein bisschen raus. Und da gibt es auch kein Schwitzwasser oder sonst was. Ich musste noch nicht mal das Oberlicht aufmachen. Nee. In diesem Sinne, ich werde mir es jetzt noch schmecken lassen. Ich werde nachher in die Kiste graben. Ich sehe gerade, ich habe sehr wenig Akku von der Insta360 One X2. Deswegen weiß ich nicht, ob ich dann die Heimfahrt noch mal ein bisschen was filme. Aber das Wetter ist sowieso nicht so prickelnd und da geht es dann einfach nur nach Hause. In diesem Sinne, das war's erstmal. Deswegen sage ich jetzt schon mal, schön, dass ihr mal reingeschaut habt. Tschüss.